Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den Erfahrungsbericht zu dem Amazon Echo Dot. Erfahrungsbericht deswegen, habe jetzt nicht so lange testen dürfen, dass ich ein ausführliches Review abgeben kann, weil er doch sehr umfangreich ist. Deswegen nur ein Erfahrungsbericht und ich hoffe, es gefällt euch aber trotzdem. Und dann würde ich sagen, laden wir jetzt gar nicht mehr herum und wir fangen einfach direkt an. Viel Spaß! Dann kommen wir gleich zum ersten Punkt und das ist das Design. Das Design hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es sehr unauffällig und schlicht ist. Den Amazon Echo Dot gibt es dann auch noch in einer weiteren Farbe, nämlich in Weiß. Und wir haben auch noch so bestimmte Cases, die wir auch noch drumherum machen können. Da habe ich jetzt aber keins da, aber nur mal möchte ich es mal nur so gesagt haben. Auf jeden Fall hat mir die schwarze Variante sehr, sehr gut gefallen. Ich fand sie auch besser als die weiße, weil sie ein bisschen edler gewirkt hat und ein bisschen unauffälliger, auch wenn man es auf dem Schreibtisch oder so stehen hatte. Deswegen hat mir die schwarze gut gefallen. Ich war froh, dass ich die schwarze bekommen habe. Auf der Oberseite haben wir dann eben vier Knöpfe, vier runde Knöpfe. Das gefällt mir jetzt wirklich sehr gut, dass es runde Knöpfe sind. Haben wir eben oben die Lauter-Taste, unten drunter haben wir dann die Leiser-Taste. Rechts haben wir den Aktivierungsknopf für Alexa. Heißt, wenn wir mal nicht das Stichwort Alexa sagen, können wir dann eben auf den Knopf drücken und somit aktiviert sich dann Alexa auch und wir können dann eben unseren Befehl geben oder unsere Frage stellen. Und auf der linken Seite haben wir den Mute-Knopf, bedeutet, wir können Alexa auch mal muten, dass sie uns mal nicht zuhört und dass, wenn wir ein bisschen mehr Privatsphäre wollen und uns nicht sicher sind, ob Amazon uns wirklich nicht abhört. Amazon meinte ja, sie speichern dann nichts von den Gesprächen, was Alexa da vielleicht mithören könnte oder tun uns da eben ausspielen oder so. Das machen sie nicht laut Amazon, aber wenn man sich da unsicher ist, ist es ein gutes Gefühl, dass man sie muten kann. Wir haben außerdem noch ein cooles Feature bzw. eine coole Funktion, dass wir eine 360-Grad Fernfeldsteuerung haben. Bedeutet, wir haben oben rundherum um den Amazon Echo Dot eben 7 Mikrofone verbaut, eins in der Mitte und dann außenrum noch ein paar, also 6 Stück eben. Und das gefällt mir einfach ziemlich gut, weil egal wo du dann stehst, links, rechts, vorne, sie versteht dich immer gleich gut und kann deine Befehle sehr gut bearbeiten. Jetzt komme ich nochmal kurz zur Unterseite, dort haben wir nämlich eine Gummierung. Denn sie kann dann eben, beziehungsweise der Amazon Echo Dot rutscht dann eben auf glatten Oberflächen nicht so schnell weg. Und wir haben eben unten auch noch den Lautsprecher. Auf der Rückseite haben wir dann den Micro-USB-Anschluss und den AUX-Anschluss, weil der Lautsprecher vom Amazon Echo Dot ist jetzt nicht so gut wie der vom Amazon Echo. Deswegen haben wir den AUX-Anschluss, dass wir noch einen anderen Lautsprecher, einen externen Lautsprecher anstecken können und somit dann noch einen besseren Sound haben. Das können wir auch mit Bluetooth machen, heißt, wenn wir mal kein Kabel nehmen wollen und nicht wieder Kabelsalat haben wollen, können wir auch sagen, gut, ich verbinde jetzt den Amazon Echo Dot mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Und schon haben wir dann auch besseren Sound und das dann alles über Wireless. Was auch sehr cool immer dargestellt wird, wenn wir zum Beispiel den Amazon Echo Dot lauter oder leiser machen oder eben das Stichwort Alexa sagen, leuchtet eben außenrum ein Lichtring auf. Bedeutet, wenn wir Alexa sagen, wird es so bläulich, dann sieht man eben, ja gut, Alexa reagiert und man kann ohne Pause sagen, zum Beispiel Alexa, wie wird das Wetter? Beim Muten wird er dann eben rot, das heißt, es zeigt uns eben an der Lichtring, ja, er ist gemutet. Das wird auch angezeigt, wenn zum Beispiel keine Verbindung ist, wenn wir zum Beispiel unser WLAN ausgeschalten haben oder ein Problem mit der Verbindung ist, dass der Lichtring dann eben rot leuchtet. Also es wird alles sehr, sehr cool mit dem Lichtring dargestellt, auch bei der Lautstärke. Wenn wir lauter machen, bewegt sich der Lichtring eben mit und wenn wir leiser machen, geht er wieder zurück. Und das ist einfach sehr, sehr cool, dass man auch so ein Lichtring mit eingebaut hat, weil so hat man auch immer ein bisschen visuell, sieht man dann auch immer, ja, was macht er gerade, hat er reagiert und das ist einfach sehr, sehr cool. So, jetzt kommen wir aber eigentlich mal zum Hauptteil, nämlich zu dem, was Alexa bzw. der Amazon Echo Dot überhaupt kann. Alexa ist ein Sprachassistent von Amazon, der in dem Echo Dot verbaut ist und der uns einfach hilfreich ist, egal in welcher Situation. Sie kann uns den Wecker stellen, sie kann uns an Sachen erinnern, sie kann uns das Wetter sagen, sie kann uns zum Beispiel eine Bundesliga-Tabelle sagen. Und das können wir immer neu was dazu installieren, das sind die sogenannten Skills, die können wir uns in der Amazon Alexa App runterladen. Und es kommen auch immer wieder neue Skills dazu. Zum Beispiel, man kann auch sich Musik abspielen lassen auf Spotify. Man sagt zum Beispiel, Alexa, spiel mir auf Spotify meine Lieblingsplaylist ab. Das können wir auch mit Prime Music machen. Die besten Funktionen, die man aber mit der Alexa bzw. dem Amazon Echo Dot hat, ist Smart Home. Es gibt nämlich kompatible Smart Home Produkte, zum Beispiel Philips Hue, das ist mein Highlight. Ich habe zum Beispiel jetzt kein Philips Hue, aber ein Kumpel von mir hat es und ich konnte das dann ausprobieren und es ist einfach sehr, sehr cool. Man kommt zum Beispiel nach Hause, hat den Echo Dot in seinem Vorraum stehen und sagt, Alexa, schalte das Licht an und dann wird das Licht angeschaltet. Das heißt, für Leute, die dann eigentlich eine Wohnung oder ein Haus mit eigentlich überall Philips Hue haben, können dann problemlos
mit dem Amazon Echo Dot oder dem größeren Bruder, dem Amazon Echo, eben ihr Licht steuern. Außerdem gibt es ja noch Smart Home Produkte, zum Beispiel, dass man die Heizung per Handy steuern kann. Das können wir dann auch über Alexa bzw. den Amazon Echo Dot machen und sagen: Alexa, stell mir bitte meine Heizung im Wohnzimmer auf 21 Grad Celsius, und schon wird die Heizung hochgestellt. Und es ist einfach sehr, sehr cool, dass man dann weder das sein Handy rausholen muss, noch an der Heizung rumdrehen muss oder den Lichtschalter betätigen muss. Nun kommen wir zu meinem Fazit. Wie fand ich denn Alexa überhaupt? Wie fand ich den Amazon Echo Dot? Wie hat es mir gefallen? Wie konnte ich damit rumspielen? Ich habe eigentlich wirklich recht viel mit dem Amazon Echo Dot rumgespielt, nur leider war ich ein bisschen eingeschränkt, weil ich eben keine Smart Home Produkte hatte. Ich konnte mir lediglich vielleicht mal einen Kalendereintrag machen lassen, mich erinnern lassen, den Wecker stellen, Musik abspielen lassen, mir die neuesten News vorlesen lassen und halt ein paar Skills, die ich noch gefunden habe. Aber so viel war es dann doch nicht. Ich meine, mit Smart Home Produkten ist man da doch umfangreicher und man hat einfach auch viel mehr Spaß, das ganze Zeug zu steuern. Das heißt, für Leute, die jetzt die kompatiblen Smart Home Produkte nicht haben, wie auch in meinem Fall, kann ich es nicht empfehlen. Ich werde mir jetzt dann auch den Amazon Echo Dot erstmal nicht kaufen, bis ich die Smart Home Produkte habe. Für Leute, die aber diese kompatiblen Smart Home Produkte haben und auch die Philips Hue Lichter haben, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das ist einfach eine super Investition, weil es auch einfach sehr, sehr sinnvoll ist, sein Handy dann auch nicht mehr rausholen zu müssen, sondern man macht es dann alles per Sprachsteuerung und es geht auch sehr, sehr schnell. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit meinem kleinen Eindrucksvideo zu dem Amazon Echo Dot Review. Konnte ich ja leider eben nicht machen, weil es ja ein relativ kurzer Testzeitraum war. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst einfach ein Abo da. Ihr könnt das Video auch gerne teilen, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.